So, meine Freunde, und willkommen zu Rune Factory Frontier. Wir sind hier immer noch bei unserem bescheidenen Eigenheim und ja, was wir heute machen werden, werden wir sehen. Oh, eine Katze, wie es aussieht. Und da liegt jemand. Wieder besoffene Leute, die von meinem Haus zusammengebrochen sind. Wo ist meine Hake? Der Müll muss weg. Oh, warte, sie lebt noch. Oh, da ist jemand zusammengebrochen. Geht es dir gut? Gott sei Dank, sie ist wohl noch bei Bewusstsein. Wasser. Oh Gott, ich brauche Wasser. Ja, ich gieße hier eben Wachs und Gedeihe, meine Kleine. Nein, nicht so ein Wasser. Na, machst du das mit Absicht? Ich beeile mich lieber und hole Lara. Die gefällt mir, der Humor. Naja, eher weniger. Ich brauche Wasser. Immer rübergegossen. Da habe ich gleich gute Laune. Schwester, Schwester, Lara. Da ist jemand von meinem Haus zusammengebrochen. Wie schrecklich, ich komme sofort. Da rennen sie, die alte Nonne. Achso, ja? Die ist schon da. Hä? Are you all right? Geht es dir gut? Kennst du deinen Namen? I'm Selfius Josephi. Selfie. Ich bin Selfius Josephia Selpie. I'm Selfie. Okay. Ich bin Selpie. Where am I? Wo bin ich? This is the infirmary of Trampoli. Im Krankenhaus von Trampoli. You were found collapsed on the ground and were brought here. Man hat dich zusammengebrochen auf dem Boden gefunden und dich hierher gebracht. Wundert euch nicht, warum der Text so ein bisschen zeitverzögert kommt. Ich höre den Sound ein bisschen später, deswegen. Stimmt, ich bin ja weggerannt. Ich meine, ich bin gereist und hatte seit längerer Zeit nichts mehr gegessen. Sowas passiert wohl, wenn man eine Woche lang nichts isst. Das notiere ich mir besser mal irgendwo. A week? Eine Woche? Ich halte nicht mal 5 Stunden aus. You really didn't eat for a week? Du hast wirklich eine Woche lang nichts gegessen? Ja, ja, Crash-Diät. Ja, ich vergesse so oft einfach was zu essen. Na, da kenne ich noch jemanden, der das vergisst. But 1 week is certainly a first for me. Aber eine Woche ist auch für mich was Neues. This is no lustig. Das ist überhaupt nicht lustig! Ich werde dich über die Nacht zur Beobachtung hier behalten und dich mit Babyfutter vollstopfen. Von morgen an wirst du im Dorf bleiben und wieder zu Kräften kommen. Ernsthaft, klingt ziemlich bisch. Bist du, hast du was gesagt? Nichts. Oha, da rastet die Schwester Lara aus, ey. Alles okay, Lara? Guten Morgen, Zero. Es ist langsam wärmer. Ich kann spüren, wie das Leben um mich herum pulsiert, genau. Bitte achte darauf, dass du dich nicht überarbeitest. Ganz ehrlich, Leute, wie kann ich die verdammten Stimmen ausmachen? Ich weiß, vielleicht habt ihr es mir schon in die Comics geschrieben, aber ich habe jetzt erst ein Part hochgeladen wieder. Ich drehe diesen Part hier gerade am Dienstag. Und warum gerade Rune Factory drehe? Ich habe so viele Projekte und ich habe einfach gerade Bock gehabt auf Rune Factory. Ich hatte gerade keine Lust auf Pokémon, ich hatte gerade keinen Bock auf Animal Crossing, weil ich das gestern aufgenommen habe, 2 Parts und... Hallo, Stella! Was? Was, Lara? Wo? While I train to be a sister. In diesem Dorf gibt es keine Ärzte und während ich mich auf das Amt der Ordensschwester vorbereite, versuche ich gleichzeitig jemals Krankenschwester mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wo ist Stella? Was hast du mit Stella gemacht? Ich will meine alte dicke Dingsen wieder haben. Meine alte dicke Stella. Ich habe sie gemacht. Meine Stella. Ja. Ja, Leute, wunderschön, ne? Ja, ich finde das auch wundertoll. Ja, ich muss sie aber wieder. Ich will wieder zur Wahlinsel. Ich will zu meiner Wahl. So, ich weiß so langsam, wo die jetzt immer ist. Die ist hier. Bitte sei da, Wahl. Yes! 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 Er ist da. Jawohl! Ganz ziemlich randomhafter Morgen heute für mich. Also, ich bin um 9 Uhr aufgestanden, hab geduscht, was gegessen, mit Tanken gefahren und. Jetzt werde ich kämpfen um mein Leben. Sehen, wir brauchen nämlich Stella für eine Axt. Und für eine Axt können wir nämlich ins Holz holen. Für Holz können wir uns dann eine Scheune basteln. Und es tut mir leid, dass der fünfte Part, oder ne, vierte oder fünfte Part war es. Ich glaube eher der vierte. Oder dritte, eins von beiden war es. Dass der ein bisschen asynchron am Ende war. Es tut mir leid, das war dieser Schneide-Fail. Da war ich ja gerade bei diesem Stein, hab das nie vorgelesen. Das war irgendwie alles zeitverzögert. Es tut mir leid, deswegen nochmal ein dickes, fettes Story von mir. Aber ich glaube, das habt ihr mitbekommen, obwohl es hat nur irgendwie einer in die Kommentare geschrieben, die anderen haben alle geschrieben, ja, super Part Zero, aber irgendwie brauchst du kein Zukunftslesen machen, ne? Dass ich so lese, was doch gar nicht da steht, voll geil. So, ein paar Monster machen wir nochmal hier kaputt. Zack, level up! Level up!
Und irgendwie soll ich auch Start sehen können, welches Level ich habe, angeblich. Level 0, Preis 0. Hä? Moment. Was ist das denn? Beziehung. Ah, jetzt sieht man... Oh, wer steht denn auf mich? Ja, gar keiner irgendwie. Außer Stella und Tau. Ne, Rosetta hieß ja. Rosetta. Die anderen haben mich alle nicht gern. Sonst irgendwie... Oh, die Dicke hat mich auch so ein bisschen. Die mag mich so ein bisschen, also, ne? Oh Gott, der mag mich lieber wie die Mädels, ey. Ich glaube, ich werde noch gay in diesem Spiel. Der auch! Warum mögen die mich alle? Oh, es gibt noch viele Leute in der Stadt, ey. Das ist gut. Freut mich. Am liebsten mag mich Tau. Und dann kommt schon sie hier. Der gute Rosetta. Ich darf mir bloß kein Unkraut mehr geben. Das ist das Ding, ey. Sonst rastet die aus wieder, ey, die Alte. Deswegen muss ich mir ganz schnell irgendwas anderes suchen. Und ihr habt gesagt, es gibt unterschiedliche Dungeons. Und je nach Dungeon ist das irgendwie aufgeteilt hier drin, ne? Also, dass ich hier zum Beispiel was anbauen kann für den Herbst oder Winter. Oder dass ich dann im anderen Dungeon was aufbauen kann für den Frühling. Und dass ich hier natürlich auch diese ganzen Blaugräser sammeln kann und alles. Also, danke nochmal für die Kommis. Wie gesagt, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und angeblich soll ich auch mit dem Hammer die Steine kaputt machen können. I don't know. Wie jetzt aber? Egal. Ja, boah, ich mach schön Schaden schon. Zack, 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 ihr kleinen hässlichen Booster, ey. Skill up. Keine Items für mich? Dann nicht. Hier haben wir noch mehr. Alles mal einsammeln, ne? Bringt ja alles Geld, ne? Und das brauchen wir bestimmt noch in diesem Game genug. Deswegen genau wie Schmiede und Scheune und sowas werden wir uns alles noch machen, Leute. Ich glaube, das wird ein ganz langes Projekt werden. Ihr könnt mir ungefähr mal sagen, wie viel Spielzeit ihr gebraucht habt für, Rune Factory, war. Viele haben es ja gespielt und ich würde mich einfach interessieren, wie viel habt ihr so gebraucht? 10 Stunden, 100 Stunden vielleicht? Deswegen, es sind auf jeden Fall, ich glaube, es wird ein bisschen länger gehen, das Projekt. Also, mir egal, das Spiel macht sehr viel Spaß und ich werde, wie nach, wenn das Projekt zum Beispiel zu Ende ist, vielleicht auch noch ein Rune Factory anfangen, weil das Spiel macht mir einfach Spaß, sage ich mal. Und wenn ich dann zum Beispiel einen DS-Teil ausprobiere oder einen 3DS, der bald rauskommt, hätte ich nichts dagegen, ganz ehrlich, weil. Was Neues muss ja nicht unbedingt immer schlechter sein oder kann auch nicht unbedingt immer das Gleiche sein. Es kann auch natürlich was viel Besseres sein. Soll ich die mal kaputt schlagen? Kann ich mit dem Schwert, glaube ich, auch nicht, ne? Brauche ich, glaube ich, auch eine Hacke für oder so. So, die Ameisen machen wir kaputt. Zack, kaputt. Bringt uns nicht viel. Ich brauche ein paar Items, die ich verkaufen kann, aber zurzeit droppe ich gar nichts mehr. Sehr ärgerlich. Hier will ich lang. Moment, kann ich das mit dem Stein nicht kaputt klatschen hier mit meinem Hammer? Big Hammer! Was mach ich da? Ich will ihn ausrüsten. Oh Junge, was soll das? Ich will ihn ausrüsten. So, zack. Hör mal, wer da hämmert. Ja doch, die kann ich kaputt machen, so. Was ist das denn? Eisen? Oh, geil. So, das behalte ich erstmal. Das packe ich in meine Truhe im Haus rein. Dann könnt ihr mir gerne schreiben, ob ich das mit der Schmiede dann schmelzen kann oder ob ich das verkaufen soll. Ganz wichtige Frage. Ab in die Kommis damit. Also mit eurer Meinung dazu, mit eurer Antwort. Fahren wir ein bisschen. Skill up! Eisen und Alu mal. Oder Altmetall oder was das ist. Altmetall war es, genau. Auf Alu, ich habe gestern die ganze Zeit Alu. Boah, ey, das war voll langweilig, ey. Deswegen komme ich gerade auf Alu, ey. Ich hatte das letzte Mal auf meinen Haaren noch so Alu-Späne. Das war voll. Oh, das war nicht schön. Ich habe irgendwie das Verlangen, mir RP gleich wieder zu holen, weil die gleich alle sind. Das ist irgendwie nicht so toll. Ich glaube, ich muss hier gleich wieder weg oder ich breche gleich wieder zusammen, ey. Das wäre nicht so geil. Was haben wir hier? Giftschleim. Ach, hier bin ich beim letzten Mal zusammengebrochen, ne? Scheiße. Fu, 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 fu. Ganz schnell wechseln auf meinem Breitschwert. Und jetzt. Bams, 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 bams. Level up und alles wieder voll. Yes, was willst du tun, du kleiner hässlicher Bastard? Du willst mir platt machen? Keine Chance gegen Zero. Yeah, Kriegermedaille. Schon wieder. Und eine Träne. Na, was willst du tun, du Schnecke? Was? Oh, fuck, Alter, die macht mich tot. Nein, 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 lass mich los, lass mich los, lass mich los. Damage. Okay, warum ist die da und betäubelt, diese komische Ratte hier, ey? Nein, 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 skill up, skill up, skill up, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen.
Ich bin so gut wie tot, ich bin so gut wie tot, ich bin so gut wie tot. Nein! Ich brauche was zum Heilen. Heil, 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 heil. Unkraut, ich brauche Heilkraut. Oh, scheiße. Macht das irgendwas? Kann ich das essen? Was bringt eine Träne denn? Dammit, Alter. Ich gehe sowas von drauf. Ich gehe sowas von drauf. Ich werde sowas von sterben. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Noch mehr Viecher. Nein. Oh, ich passe ganz gut auf. Dann werde ich auch nicht getötet. Zwei Schläge und jetzt wegrennen. Und jetzt wieder schleißige Schläge und wieder wegrennen. Das ist Taktik, Maktik. Nein, nein, nein! Yes! Yes, Level Up! Ihr könnt mir gar nichts mehr, ihr kleinen Spastis. Ich werde euch alle zerlegen. Dünner Stock. Oh, gut, ey, das war voll die Rettung. Jetzt haben wir wieder volle RP. Das macht voll Spaß, sie zu leveln. Das ist richtig heuristic. Nein, 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 nicht so viel, nicht so viel, nicht so viele, 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 nicht so viele. Achso, der ist kaputt, gut. Zerstören, 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 zerstören. Puh. Nein! Du sollst mich nicht am Grabbeln, du hässliche Schnecke auf Doom. Irgendwas hat er gedroppt. Was ist das? Erdkristall, geil! Die gibt's, die sind voll teuer bei der Kriegertussi, bei der Schmiede. Die müssten irgendwie wertvoll sein, glaube ich. Was ist das? Gift! Ich sage nicht, ich bin es vergiftet deswegen. Oh ne. Lame! Auch Gegengift! Habe ich Gegengift? Habe ich nicht, ne? Nö. Okay, das ist ein bisschen kritisch. Warte mal, ich will den hier mal ausrüsten als Waffe. Geht nicht, achso. Warte mal, ich sammle das hier erstmal alles ein. Wie lange ist man vergiftet? Bis zum Tod? Das wäre ein bisschen doof. Ich hab keine Lust zu sterben, ganz ehrlich. Ich will nicht sterben, das wäre doof. So, Unkraut alles mitnehmen. Dann mache ich gleich Kamikaze, Alter. Mit meinem komischen Erdkristall da. So, Kamikaze! Lal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 a. So, jetzt rennen wir los, ey. Okay, es wird nichts mehr. Tötet mich, tötet mich, tötet mich, tötet mich, tötet mich, tötet mich, tötet mich. Dankeschön. Ah, toll, ey. Was soll ich dagegen machen, ey, wenn ich vergiftet bin und wenn ich kein Gegengift dabei habe? Das ist ziemlich doof. Das schockt nicht, das ist doof. Ich wollte nur Lara besuchen. Hast du etwa wieder so lange gearbeitet, bis du zusammengebrochen bist? Na, du solltest besser auf dich aufpassen. Sonst wird das niemals mit uns. Sorry, Dude. Wo ist die Tussi eigentlich? Du hast sie erkältet. Hallo. Helfen wir mal besser schon. Das geht mir nicht gut. Dankeschön, Frau Dr. Lara, dass du mir mich behandelt hast und so. Dankeschön, sei nett von dir. Stella! Oh, good morning. Oh, guten Morgen, Zero. Seit kurzem wachsen merkwürdige Pflanzen vor dem Uhrtor. Niemand hat dort Samen gesät. Was hat es also mit diesem Zeug auf sich? Wenn man es gießt, wächst es sicher noch schneller. Okay. Ha! War nur ein Scherz. Okay. Sagst du noch irgendwas? Wie steht es? Ah! Oh, jetzt. Ja, das sieht interessant aus. Wie sieht das Feld aus? Ist es jetzt ein wenig ansehnlicher? Ein wenig schon. Aber ich weiß nicht. Ja! Zweige! Danke, danke! Wupp, wupp! Danke nochmal für die Kombis, Alter, mit der Axt, ey. Ich bin glücklich, endlich jetzt die scheiß Axt zu bekommen, ey. Aber ich weiß nicht, was mit den Zweigen und Ästen, was ich mit denen tun soll. Die sind überall verstreut. Du kannst die Äste mit einer Axt zerkleinern. Daraus wird dann automatisch Holz, das du im Schuppen lagern kannst. Überprüfe den Schuppen, dann siehst du, wie viel Holz du zur Verfügung stehst oder hast. Aber ich habe keine Axt. Wirklich? Dann kannst du gerne meine benutzen. Warum hat eine Nonne eine Axt? Ich habe früher viel mit ihr gearbeitet, aber sie ist schon sehr alt, genau wie ich. Aber Zweige kann man mühelos zerkleinern. Allerdings wirst du bei dem Baumstümpfen Schwierigkeiten bekommen. Da muss eine bessere Axt wohl für. Vielen Dank. Hier, yeah, wir haben eine Axt, Alter.
Wir sind auf Achse. Billige Axt. Zack. Warum hat eine Nonne eine Axt? Er rennt hier mit einer Axt amok raus. Ihr betet oder ihr stirbt alle. Stella, die Totenbeschwörerin. So, jetzt können wir uns auch eine Scheune basteln. Mit der Scheune können wir uns ein Haustierchen basteln. Yay! Das habe ich vor. Das rennen wir mit unserer Axt durch die Gegend, ey. Wir sind auf Achse. Die Achse des Bösen sind wir. Ja, also haben wir wenigstens 3 Level, glaube ich, gut gemacht. Da oben gelevelt bei der Walinsel wieder. Das war wieder sehr schön. Hat mich sehr gefreut, dass wir das gemacht haben. So, wo ist das denn hier? Da, die kleinen Äste. Zack. Achso, die kann ich nicht kaputt machen, hat sie ja gesagt, ne? Die soll ich auch einsammeln. Das sind die Heilkräuter, glaube ich, ne? Ja, genau, medizinisches Kraut. Die nehmen wir mal mit, alle. Und das Unkraut, das... Moment, sollte ich das einsammeln oder soll ich das nicht einsammeln? Ich soll es auf jeden Fall nicht verkaufen, wenn ich diese Rosetta als Frau haben will. Ich glaube, Zauber mir zu Mainstream. Ich glaube, ich nehme doch diese Rosetta. Die mit der Rosette. Nee, keine Ahnung, wen ich nehme von den beiden dann. Oder vielleicht kommen... Es kommen doch bestimmt mehrere Tussis hier. Mehrere Girls noch in die City. Dann werden wir mal schauen, wer ich hier nehmen werde. Ich weiß es selber noch nicht. Deswegen, uns bleibt ja noch viele Möglichkeiten wahrscheinlich. Weil ich glaube nicht, dass es bei 4 oder 5 Stück hier bleibt, die wir gerade zur Zeit im Dorf haben. Ganz ehrlich, ich glaube, es kommen ein paar mehr. Wir brauchen ganz viel Holz, deswegen mache ich jetzt hier alles kaputt erstmal. Genau, hor, hor, hor. Wie sieht eigentlich unser Feld aus? Ich muss mal wieder ein bisschen gießen, wa? Endlich! Die Rüben sind fertig! Wir haben Rüben! Wir haben Rüben! Yes! Endlich haben wir was Vernünftiges! Geil! Und ihr habt mir gesagt, ich habe zu viel Rüben wohl gekauft, wie es aussieht. Sorry, Dudes und Dudins. Aber ist halt so, ne? Die können wir endlich verkaufen, die Teile, ey. Boah, geil. Zack. Hoffentlich haben wir gleich genug Geld für die Scheune. Ich glaube, wir haben aber nicht genug Geld gerade. Ja, müssen wir noch einen Tag warten, bis wir die Rüben alles verkauft haben. Und die Skill-Ups sind wohl dazu da, also wenn ich, desto mehr Skill-Up ich habe, desto weniger Energie verbraucht das wohl, wenn ich so zum Beispiel jetzt Holz zerschlage oder sowas. Also Dankeschön nochmal für die Kommis, also ihr seid echt hilfreich, muss ich sagen. Ihr feiert das Projekt ziemlich ab, das finde ich ganz gut. Tau, 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 tau. Tau! Was geht ab? Hallo Zero. Ich freue mich, wenn Leute im Schweiß ihres Angesichts arbeiten. Oh ja, ich stehe auch auf Schweiß. Ein Feld zu bestellen und die Ernte zu verschicken ist ein grundlegender Aspekt der Landwirtschaft. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, dann wünsche ich mir mal viel Glück. Dann wünsche ich mir mal viel Glück. Aber wünschst du mir mal viel Glück? Ich wünsche mir auch viel Glück, aber du sollst mir besonders viel Glück wünschen. So, gleich haben wir keine RP mehr. Das ist ziemlich schrecklich. Schrecklich, merklich. Ich glaube, ich sollte gleich baden gehen. Ich glaube, ich nehme gleich ein Bad. So, das war's auch. Brauchen wir gleich umkippen oder so. So, wie viel haben wir denn hier? Pff, genug. 33, reicht völlig. Was ist los? Das war gerade, da wir gerade davon sprechen, was sind denn diese roten und gelben Dinger, die hier herumschweben? Das sind Runes. Runes? Ja, ich verstehe nicht genau, wie es funktioniert, aber sie sammeln sich über Lande und das blüht und gedeiht. Achso, sie sammeln sich über Lande, das geblüht und gedeiht. Wenn die Ernte reif ist, bringen andere Gebiete Runenkristalle hervor, aber hier werden sie einfach zu Runes. Einige Orte, die nicht Teil dieses Dorfes sind, wie das Verlies zum Beispiel, bringen Runenkristalle hervor. Aber die Runes sehen niedlicher aus, daher mag ich sie viel mehr. Okay. Noch irgendwas? Ein Feld muss... Achso, das hast du gerade ja schon gesagt. Okay, sehr schön. Ja, was machen wir jetzt Großartiges? Ich weiß es nicht. Ich kann auch kurz was aussehen, wenn ich ein bisschen Energie hätte. Aber habe ich leider nicht. Also soll ich hier kein Gras mehr reinpacken jetzt, habt ihr ja gesagt, ne? Also nur noch das Vernünftige, also Rüben oder kann ich Rüben essen? Verkauft jetzt einfach mal. Scheißegal. YOLO.
Ne, Rotgras soll ich ja nicht, oder? Ich mach mal kein Rotgras rein. Bambussprosse packen wir noch rein. Ich pack mal das auch rein. Ich pack mal alles einfach rein, was ich hier hab an Gras jetzt, außer das Unkraut. Das packe ich da scheinheilig morgen rein. So, haben wir sonst noch irgendwas, was wir kaufen können? Nö, ne? Nö, eigentlich nicht. Nö. Wie viel Geld haben wir jetzt? Steht auch noch im Menü, ne? Ich glaube, ich nehme gleich ein Bad. Schön mal baden. 500, ja, ist viel zu wenig, ey. Wir brauchen viel mehr. Ja. Laufen wir kurz über die City und gucken mal, was wir so haben, was wir so kaufen können. Ich hätte auch ganz gern Feld. Und ich muss noch unsere Erdbeeren gießen, wenn wir mehr RP wieder haben. Und damit lasse ich mir so ein bisschen Zeit auch. Wow, ich sehe schon, Leute, unser Part ist schon wieder fast zu Ende, beziehungsweise ist schon wieder zu Ende. Von daher haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao! Euer Zero, würde ich sagen, oder? Hey, young man. Oh, wir gucken mal kurz bei Eric nochmal vorbei. Ja, mit Axt können wir Baustelle kaputt machen, jederzeit, bla bla bla. Ich will mir was kaufen, aber. Ich will Gemüse, Pflanzen, Samen. Zack. I see. Boah, so, was? Verstehe. Ich will Getreide holen. Futterpflanze. Okay, das könnte auch ganz interessant sein, so eine Futterpflanze. Rübensaat, Gurkensaat, Gurken, genau. Cool, Kartoffeln. Nochmal Erdbeeren. Ananas, dies, das, Ananas. Die werde ich mir nachher kaufen, ey. Kürbis, Mais, Tomaten. Mais wäre auch nicht schlecht. Paprika gibt's auch. Spinat. Okay. Hä, nochmal Kartoffeln? War ich nicht auch gerade Kartoffeln nochmal? Ja, schön dein Leben mal. Kartoffelsaat ist das? Und das ist. Karotten, achso, ich hab grad nochmal Kartoffeln gelesen, ey, what the fuck, ich wollte gerade sagen, hä, doppelt dasselbe, das wäre ein bisschen komisch. Wolle, was macht das denn? Wolliges Haar, es kann zu einem Wollknäuel gemacht werden, okay. Grassaat? Okay, wächst immer aus im Winter. Okay, das ist also auch so Tierfutter-Style, brauche ich aber eigentlich auch nicht. Could you hurry up? Schön erleben, ich nehme nur einmal Mais mit, glaube ich. Anything else? Einmal Mais und einmal Erdbeeren, glaube ich, nochmal, oder? Wie viel Geld habe ich? Nochmal 200 habe ich noch. Gibt's noch was zu 200 außer Dingsen? Außer Rüben und so. Nur Erdbeeren, ne? Ja, nur Erdbeeren. Oder das hier. 280, wir haben mal 260, scheiße. Das sind Süßkartoffeln jetzt hier, ne? Ja. Nö, mehr gibt's ja nicht, schade. Ich hab da schon Erdbeeren. Ja, okay, kommen wir nochmal Erdbeeren, weil ich so ein. Weil die Erdbeeren so lecker sind. Ich liebe Erdbeeren. Erdbeeren sind richtig geil, ey. So, jetzt haben wir ein bisschen was gekauft und. Scheiße, so ein Bad kostet 10 Gold, ne? Wir haben noch 20, glaube ich. Ne, 60 haben wir noch. 60. Also ich hätte das nämlich noch ganz gerne alles eingepflanzt und dann werde ich mich nachher noch um 17 Uhr kurz dahinstellen und dann kurz alles abholen nochmal. Und ja, wenn wir sehen, das werdet ihr im nächsten Part sehen, meine Friends. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Zero. Wenn es heißt Rune Factory Ocean Time, my friends in the hood. Ich werde warten hier bis 15 Uhr. Wir sehen uns am nächsten Part wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.